Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich will da direkt mal anknüpfen an das, was Herr Berghoff gesagt hat. Also das ist der entscheidende Punkt. Wir machen es uns hier nicht einfach. Ja? Wir führen hier kritische Punkte an, kann man mich gleich mal ausreden lassen, ja? Und versuchen, das zu benennen, womit wir Bauchschmerzen haben. Wir versuchen, Fragen zu stellen, das haben wir auch zur Ausschusssitzung getan, davon wurden auch viele beantwortet. Und es bleibt natürlich ein ungutes Gefühl. Und wir versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Das ist unser Job, Herr Mijatovic. Genau das ist unser Job. Bei allen Schmetterlingen und bei aller Freude über die Sanierung dieser Schulen. Keine Frage. Aber wenn wir dieser Verantwortung nicht nachkommen, dann erfüllen wir unseren Job nicht. Und ich muss schon noch mal sagen, die Art, wie hier in der Debatte teilweise Redner meiner Fraktion, überwiegend meiner Fraktion, angegangen wurden, man sie nicht herausreden lassen, die finde ich unangemessen. Der Tatsache, dass wir hier über einen Betrag oder ein Konstrukt entscheiden, und in erster Linie ist es zunächst mal ein Konstrukt und nicht die pädagogischen Konzepte, die werden im Einzelnen noch zu diskutieren sein, dass ein Volumen von ca. 200 Millionen Euro haben wird und dass wir hier über die Zuständigkeit oder Nichtzuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung ihrer Ausschüsse für diese Projekte zu entscheiden haben. Das ist tatsächlich eine wesentliche Frage. Ich bitte das in der Ernsthaftigkeit auch tatsächlich zu diskutieren, die hier geboten ist.